Bleibelturm hier. Ruhe jetzt, ja genau. Bis auf Leo, der stellt sich hier hin, einen TWR düst mal da hoch, der andere macht mal schön da vorne dicht. Ich mach da vorne dicht. Und jeder okay. Hemming eine Senke rein. Okay. Von den Chiefs. Nein, die Mädels nicht hoch. Die Mädels alle auf die Einzellinie, habe ich gesagt, außer der Leo. Ja. Sollen wir mal Gold schießen? Nein, nur mit Plastikpatronen. Was dabei ist. Genau. Wart so weit wie möglich außen, dass ihr euch die Geier aufmachen. Da kann einer rüberkochen von dem Spack. Öbel, ich komme! Sehr gut. Ich hab getroffen! Hey. Ich bin der Schnellste. Hat meine Frau auch immer. Wo sollen wir hinfahren hier, Einzellinie? Roger, ich hab's auf Band. Lass mal abwarten. Geht. Sucht euch alle im Busch und dann gucken wir mal. Das klingt komisch. Die pushen drüben beim Berg. EBR auf linke Füße kommen. Ja, EBR zieh ich mal wieder zurück. Ja. Also die sind gesplittet, ne? Die hat doch beide hier auf den Gas gegeben. Ja, doch, sie werden schon zwei auf. Sieht man hier durch, dass sie die an der Seite reinsnipern können. Zieht man bis ans hinten durch, alle durch. Also Heavy Linie oder was? Ja, alle. Ja. Alle hier durchpushen und dann alles, was hier kommt, platt machen. Dass die S-Kongs der Hanna beschießen können. Hier, die zwei Chiefs zieht ich euch, ja, kommt zu mir rüber. S-Kong auch auf meine Seite rüberkommen. Wir müssen sie jetzt hier aufbauen. Ja, kommen wir schon. S-Kong kommt zu mir rüber. Wie weit sollen wir fahren? Durch oder komplett durch? Ja, durch. Alles klar. Nimm die S-Kongs dann in den Beschuss. Wo sind sie? Ja, alles gut. Wir holen jetzt die S-Kongs schön da vorne. Achtung, ich krieg von hier. Jetzt kommt mal schön. Komm, die machen wir schön platt, die drei Stück da, Hanna. Ja. Ja, da kommt der ganze Rest aber auf. Ja, aber ihr müsst in die Senke rein. Danke. Bitte. Ihr guckt hier, da. Der Leo. Komm jetzt hier oben. Ja. Mädels, ihr müsst helfen, gell? Ja, mal durchkommen würden, ja. Ach, ranfahren, bleib weg. Komm nicht ran. Weil bis die Mädels durch sind, da Hanna. Platoon hat schon recht, ihr müsst schon ein bisschen ranfahren und hier versuchen zu flankieren. Die Mädels kommen hier. Vielleicht bauen sie ein Cap. Ja, deswegen müssen wir hier die wegpushen. Mädels, kommt doch ran. Komm ran jetzt da. Sind sie wieder herumgepippelt. Komm mal ran, komm rein. Komm Mädels, kommt mal ran. Der Leo macht einen Reset, oder? Oh ja. Ich auch gleich. So, die müssen jetzt sterben, die Heavys. Ja, komm, blöd. War doch voll. Ja. Brauchen wir nur eine Gans. Nein, warte, ich kann noch nicht campen. Platoon, fahr mal hier hin, komm gleich. Da. Du musst hier hin. STB 1, STB 1. Mach ich. Beide erwischt. STB, jawohl. Gut, die anderen kommen. Jawohl, das müsst ihr mal haben. Wir haben kein Licht mehr, ne? Sehr schön. Welche Rest? Können wir noch Recap oder was? Ja, ja, wir haben's. Ja, wir recappen. Arbeitet so runter. Oh, Arbeit. Mhm. Kann ich schnell in die Rauchen gehen. Aber bleibt hier stehen. Ist er doch. Schönartig. Jetzt musst du doch mal rein hier. Ja, der holen wir uns jetzt die restlichen ein. Das sind noch 10 Sekunden, mach den mal auf. Noch zwei drin. Ja, scheiße. Meine ja. Da ist er. Ich bin am Dachladen. Ja, schön. Himmel, oh. Hilf! Holy shit. Da haben wir noch viel Zeit gehabt, wa? Leo, ich kümmere mich
helfen mit dem Schatzkopf. Das alleine hin. Ihr habt es gesehen, liebe Zuschauer, letzte Sekunde. Manchmal ist es so knapp. Mit rum, dass wir auf Leo gehen. Das ist doch einfach. Wollen wir die gleich anschreiben, wenn wir mit der Uhr umgehen können? Jetzt ärgern sie sich. Pass auf, vielleicht ist der Karte. Meine Herren, ey, das war aber letzte Sekunde, ne? Ja. Daumen hoch dafür, wenn euch das gefallen hat. Ich hoffe, du hast es drauf. Ja, natürlich. Das ist ein Herzschlagfinale gewesen. Ja, mehr auch. Meine Herren. Aber gut, dass die Mädels noch in die Puschen gekommen sind. Wir haben die schnell töten müssen dort, ne? Ja, ja. Ja, weil die wollten runter, deswegen habe ich ja gesagt, die Mädels die müssen, sonst kriegen wir die mit dem Reset. Und das nach dem Tag heute. Jesus Maria. Ja, alles nervlich. Ey, Leute, das, ja, das war letzte das Sekunde, ne? Letzte Sekunde, ne? So, jetzt sind wir auf Highway. Schauen wir mal, was wir gebacken kriegen. Der, wo so leise ist, das ist Platoon. Wir fahren Richtung Midline. Ich ping das gleich nochmal an. Ja, genau. Ich ping das gleich nochmal an. Hier ist die Midline. Nee, echt? Mhm. Ach, kein Scheiß. Bin ich doch. So. Sag mal, wo du die EBR ist Nachmacher. Die EBR ist in der Mitte einer runter zur Brücke. Die Richtung, einer fährt Richtung rüber Stadt. Die Mädels waren komplett jetzt ohne anzuhalten rüber auf A1, B1, da drüben die Ecke. Und die Heavys verteilen sich erstmal ganz kurz in die Stadt, mal gucken, wo die kommen. Jetzt gesehen, liebe Zuschauer, ich bin der Seher. Ich wusste es vorher, was kommt. Wow. Warum fahre ich? Ich weiß immer noch nicht, wie die Likes sind sollen, aber ich fang mal. Ich hab doch angepingt, einer in die Mitte. Und ich hab einen und einer in die Stadt. Ja. Ich hab auch von vornherein gesagt, ist egal, fahrt ihr zusammen. Doch, kommt alle rüber. Der andere EBR mithelfen. Andere EBR mithelfen. Wichtig ist immer, einen Turm zum Gegner drehen. Weiter fahren, Pölpanz. Bin ich so schnell wie du. Den dir so ein schwuler Panzer gegen. Aber der macht das nicht auf da unten. Er ist aber dynamisch. Weiter. Gibt ihr müsst ja gucken, was da los ist. EBRs könnt ihr jetzt hier mal rausnehmen da? Wo wir da rumpieken? Warum kommt der EBR mit bei den Mädels? Mega Blitze. Kommt raus mit dem Bock da. 140 hier offen. Ist One Shot? 140er? Ist getrackt. Oh ne! Alles klar. Schön, zwei Kills, sehr schön. So, sauber zurückziehen. Safe. 4700 Spotting. Ja. So, alle 140er zurück zur Base zu uns. Sofort zu den Schiefdienst, Redline lang. So kommt sie zu. Was? Nur die 140er. Nur die 140er Fahne zurück, genau. Wir können die Scheiße trotzdem blinden hier. Ja, ist egal. Jetzt kommen die 140er zu euch, haltet euch safe. EBR, sieh zu, dass du da ein bisschen Licht machst, aber am Leben bleibst. Noch mal Money oder Heat? Die hatten nur einen EBR, war du bist außer, oder? Ich trau den Frieden nicht. Ja. Ach, Schere ist doch Blödsinn auf dem Leo, was soll man Leo mit Schere? Schere, Stein, Papier. Schwachsinn. Schnack, 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 ja. Weil wer das draufpackt, der sollte Warstern dann das Spiel nicht. Sollte allgemein mit so einem Scheiß aufhören. Ja, genau. So, EBR einmal rüber zur Brücke und dann wieder zurück. So, meine übergewichtigen Freunde, wir sind da. Ich glaube, das war ein Jahr, oder? Na, ihr haltet euch jetzt erstmal hinter den Heavys, das safe. EBR zur Brücke. Ich stelle mich K1. Wo zu essen, wir müssen ja mal die Dinger da ein bisschen abblenden. Die haben die Büsche. Schaut mal, ob ihr Feuer hier oben und hier hin bekommt. Ihr werdet, wenn das safe steht, dann bleibt er da stehen. Ja, stehe ich im Augenblick.
machen wir schon raus. Wie weit könnt ihr denn gucken mit der Heavy Saloon? Seht ihr das, wenn die da aus der Stadt rauskommen? Ja. Fing mal deinen Sichtkreis an. Ja, ja. Was der, der den meisten Sichtkreis hat, mal bitte anpingen da. Dahin? Licht- oder Funkkreis? Das sind zwei verschiedene Sachen. Das ja? sieht nach Funkkreis aus. Ja, das glaube ich auch. Funkkreis ist. Der zweite Kreis. Ja, der innere Kreis anpingen. Aha, schon besser. Wisst ihr, Leute, man lernt immer wieder noch dazu in diesem Spiel. Ja. Ja. Daumen hoch dafür. EBR? Respekt. Ja. Geh mal da eine Kurve, bitte. Dann müsstest du eigentlich rankommen da unten, ohne dass sie dich treffen können. Soll ins Wasser, okay. Ja, du sollst da hoch, da erstmal da. Du bist 907 da. Die Richtung. So, CSN einnehmen. Richtung 907. Aber nicht da hochfahren, ne? Nein, ich fahr nur ran. Welche Richtung? Du sollst andere Richtung zurück eigentlich. Da war das 907. Ja, ja, ja. Das ist außerhalb unserer Sicht, ne? Ja, okay. Aber er hätte es ja aufgemacht sonst normalerweise. Nicht hochfahren, nicht hochpicken, nicht hochpicken, nicht hochpicken. Ja, schön ja, hübsch, ich muss drehen, alles gut. Ist da keiner aufgegangen, oder? Nein, ich hab auch nicht offen, gar nichts. Okay. Ah, das ist schon ein Schmuckstück. Stehen ja bestimmt da hinten drin. User joined. So, ja, EBR, ab in die Stadt. Ja. Kann man da rüberziehen, bitte? Ich hab mir gerade eine Linie angezeigt, die lang war. Ja, das sehen wir doch. Einer der besten Mates, die es gibt, so. Ja, der schiebt den aus. Nein, mein 140er, ich mach gerade Werbung. Ach so, halt, ja. Ja, ob die schiebt den, warum auch die schießen, das ist Quatsch. Nein. Wir lassen jetzt gar nichts ranfahren. Wir Achtung. Wir haben zwei offene Tankplatoon. Wo willst du denn da hin? Es kann ein Spot kommen hier, Achtung. Wir sehen gar nichts, wo irgendwas ist. Die 140er ziehen sich mal ein bisschen ran an die Chiefs. Nix ist hier. Gar nichts. BBR, fahr mal rüber auf K0. Einmal durchziehen bitte. Hinten an der Redline lang. Nicht da, Schwerfeld ein. Stefan, bist du mit Chief? Wir haben sie eingebunkert. Die Juck, ja, sicher haben die eingebunkert, aber die wollen ja auch was. Deswegen müssen wir gucken, was los ist. Also, wenn die unsere Heavys pushen da drüben, ne, dann machen die CS in den Turbo rein und dann ab zu den Heavys. Und dann sehen wir zu, dass wir die da drüben clearen und dann machen die Rest. Das ist aber nix. Okay. Ach, das ist doch scheiße. Wie wir das immer gemacht haben. Was denn? Ja, ich weiß, dass die da hinten stehen, aber das heißt ja auch nicht, dass wir jetzt da reinfahren. Meiner ist schöner. So, also, das Problem ist ja, und die Sache ist die, dass wenn es unentschieden ist, wir sowieso verlieren. Das Match ist dann halt so. EBR, fahren wir wieder rüber. Und noch ein bisschen Zeit. Rüber heißt was bitte? Ach, da hinten hin, ja. Okay. Ja, wenn du da bist, dann rüber, andere Seite. Also rüber switchen. Ich will mal gucken, ob wir da jetzt was aufkriegen. Ansonsten ziehen wir jetzt mit den CS vielleicht mal ran. Mal gucken. Unten an die. Aber erst wenn der auch was aufmacht oder auch nicht. Leo, du fährst da bitte zurück zur Base. Schön an der Redline lang, nicht aufgehen. Dann 5 CS, die dürften eigentlich reichen. Piek mal ein bisschen hoch mit dem EBR, aber nur sobald du dich traust, ne? Ja. Die stehen da bestimmt da hinten und nehmen dich ab. Fahr mal rüber da, wo das 907 stand. Nicht so weit nach hinten da. Dürfte ich mal kurz die Gebüschreihe hier ein bisschen dichter ran? Ungern. Ja, mach mal. Okay. Bist du außer unserer Sicht, das bringt jetzt gar nichts. Nee, deswegen. Aber er könnte wenigstens aufmachen, was da steht und wo die stehen. Ja. Wer da steht. Dann komm mal zurück jetzt. Fahr mal da, wo das 907 ist. Alles klar. Aber ganz schnell durch und dann gleich wieder runter Richtung Brücke. Nicht stehen bleiben. Einfach da vorbeifahren. Ob das der Schieftain, der Schieftain steht da. Aber ist egal, braucht keiner drauf schießen, kommen wir eh nicht ran. Ist egal. User joined your channel. Dann kriegen wir mal. Die sind komplett unten da, 100%. Ja, ja, die stehen da hinten drin.
Ist egal, wir lassen die da stehen. Hm. Dann ja. User left your okay, einmal rüber in die City. Ja, ich weiß. User left your channel. Wenn wir jetzt rüberfahren, haben wir stehende Kanonen und das muss ja nicht unbedingt sein. Jetzt sei denn, wir ziehen jetzt unsere Base-Panzer komplett in die Stadt rein. Wäre es nicht sinnvoll? Ja. Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Ja. Sinnvoll, weil wir. Ich schätze, wir müssen die meisten stehen hier, hier oder hier. Also definitiv haben wir. Ja, gut, alle Panzer an der Base, die fahren jetzt hinten einer K-Linie. K-Linie. Nicht zwei Linien da vorne rumgucken. K-Linie einmal komplett hinten rüber auf. Kann durch. Alles klar, komm. Denn. Okay, rüber da. EBR zurück. Komm. EBR fahren wir rüber auf die A-Linie. Ich schätze mal, das ist nämlich ja, genau klar. Die Taktik wie im 8er. Ja, ja, ja. Ein Chief Dane ist auf der J-Linie, eigentlich K-Linie. Oh, mon Dieu. Erzui hat. Ja, er hat wieder dahin, wo er nicht hinfahren soll. Wie weit vor? Mit Abyss. Ja, muss ja gucken, was da passiert. Gucken, was er aufmacht. EBR zurück in die Stadt. Holt euch die scheiß Stadt. Ich zieh durch bis K0. Was ist? Wieso pickt jetzt ein CS? Patrouille, warum pickst du da rum? Bist du aufgegangen? Das hat doch mit dem. Platoon ping bitte nur, wenn du aufgehst. User joined your channel. Okay, die Stadt haben wir. Ja, schied egal, was Roger sagt. Das ist vollkommen. Ich habe jetzt eine wichtige Frage. Welches Gefecht wollt ihr spielen? Das Folgegefecht oder das Irrschwund gegen Rico? Das Folgegefecht. Werden spielen wir das Folgegefecht. Weiter. Genau. User left your channel. So, CS. Wir fahren jetzt einmal vorne an die Ridge ran. Maximal bis da vorne hin. So, Abflug. Wächst, aber wir müssen irgendwie versuchen, ein Kreuzfeuer. Jetzt STB steht ein ist STB. Auf. Jetzt steht ein STB da. Der kommt, nehmt ihr raus, hier vorhin. Dann am besten alle sofort pushen. Auf, von beiden Seiten. Lass die haben hoch. Abführen. Stadt pushen. Ein bisschen Kreuzfeuer auf. Ja, so, sie essen ran da jetzt. Komm weiter. Wir stehen dann Gott. Heavy ist ran jetzt. Ran. Mit der ersten raus hier. Hier, ich brauche Hilfe beim CS in der Stadt. Und wieder zwei in Brand. Ich kann es nicht glauben. Warum haben wir das immer? Keine Ahnung. So, Heavy jetzt mit dem Chief da raus und dann weiter geht's. Komm. EBR Abflug. Weg. Kritischer Treffer. EBR weg. In die Stadt und dann hinten ran, wo es 140er ist. Einmal hinten rumgezogen. Komm. Dann am besten die Shift-Teams, die... Ja, die wollen auch die Leute, die tot sind, müssen raus. So, alles klar. So, ja, ist egal, die Shift-Teams hinten da, Cooldown-Schäden. 140er. Ja, genau. Da ist ein Shift-Team, könnt ihr den mal rausnehmen, da, den einen? Die Metzer jetzt mal drauf gehen, bitte. 140er Leopard. Ja, ich kriege gleich mit der Gold, ja. Moment, da sind ja zwei um zwei. Ja, das wissen wir doch mal. Ja, das wissen wir. Links von euch, Schiff. So kommt jetzt die Basi Bader hin, mal raus, da jetzt hier. 1411. Und das guckt, wo du hinfährst. Ja. So komm, raus mit dem, bis 1130, raus mit dem. Captain bringt nichts. Nee, kein Cap. EBR, du musst ihn jetzt umkreisen da, komm, ich komm hier raus. An da jetzt. Das Gefecht mit den 1,48. Danke, okay, Stefan. Okay, raus. 12 Leute brauchen wir für nichts gewinnen. Geht Sandro. Mann, diese scheiß Chieftains. Ja, bring ich durch. Kotzen mich an! Brauchen noch vier. Unterwegs. Ihr seid vielleicht auch im Spiel. Welches nehmen wir das jetzt?
Mann! In das untere Oberg. Fuck, ich Oberg. Toll, ich kann mir nicht scheiße. Oberg, ja. Ich ging eher sorry. Als K.O. Ab geht's. Yep. Die sollten machbar sein. Alles ist machbar, sagt der Nachbar. Ja, wenn der Computer geht. Mhm. Der Jürgen. Ja. Jürgen. Ja. Ja. Geht jetzt? Gerade nur am Gucken. Ja, draufgepinkelt. Als Kühlung. Verkühlung. Okay, wir starten von oben. Oben? Also die Mails hier. Okay. Wenn ihr frei ist, Stefan, kannst du die Mails ein bisschen leiten, dann zieht ihr hier weiter auf das Plateau. Und die Heavys fahren jetzt bitte mal hier hin. Ne, in die ja, Mitte. Gut. Aber fahrt nicht hier rüber, sondern bleibt ein bisschen mittig mit den Heavys. Damit ihr euch nicht von der Stadt abgefahren werdet. Dass wir praktisch da rüber fahren können. Ne? Jo. Theoretisch. Theoretisch fahren wir rüber, aber praktisch nicht, oder? Wir müssen gucken, was da kommt. Ich baue jetzt den First Spot hier vom EBR und von hier. Lass auch mal hier ruhig mal durchrasen, ne? Damit wir jetzt auch sehen, was los ist. Bisschen weiter rechts halten. Roger, weiter rechts. Mit weiter vor. Soll der EBR in Stadtnähe auch noch die Stadt gucken? Ja, guck mal. So, wir warten hier erstmal. Ich glaube, wir können Spike fahren. Wir machen einen krassen Diff hier. Da kommt der LT. Ja, könnt ihr den pushen? Ja, wir machen nicht stehen bleiben damit. Einfach weiterfahren. Einer Stern bleibt stehen da. Dann 907. Mann. Wir fahren ein bisschen vor an den Häusern. Kommt rausziehen. Bisschen vor. Weiter, weiter, okay, weiter. Die machen Dev jetzt. Ziele sind offen. Ziele sind offen. Nutzt die Häuser als Deckung. Wir können sie abfarmen. Guckt auf die HP wie immer. Objekt ist gekettet. Raus. Bleibt rechts, nicht zu weit links fahren. Lass uns die beiden Conqueror rauspushen hier. Okay, die Heavys, die Heavys ziehen jetzt links hier. General Rick. Wo? Ne, bleibt in der Mitte, nutzt die Häuser. Nutzt die Häuser, wir farmen die erstmal hier. Mails raus mit dem Zeug. Achtung, die kommen jetzt ein bisschen von links. Kein bisschen blocken, wir sollen Mails helfen da drüben jetzt. Das wird 6. Und wir hatten Ecklex mit dem Vorderfeld. Noch ein Stück vor. Wir haben sie böse erwischt. Okay, Heavys. Wir drehen uns um. Jetzt pushen wir die wie anderen Heavys in der Stadt. Nutzt die Häuser ein bisschen. Fahrt. Nutzt die Häuser. Metz macht die Flanke sauber. So, Repush. Heavys drauf. Drauf, Heavys. Mates ranziehen. Komm, nicht einpennen hier. Ja, klar schon. Ihr müsst jetzt helfen. Komm, da ist ein One-Shot. 172. Barak, Queener. Ran. Wir kommen nämlich raus. Das 140er kann mal auf den Centurion gehen. Ja, alles klar. Zieht hoch. Hier müssen die Flankschuss. Flankieren. Scheiße. 277, Super Kong, 277. So, und dann fahrt ihr, wenn ihr die gekillt habt, drüber und nehmt die geschlossen raus. Lasst euch nicht vom E4 abfarmen. Ihr fahrt jetzt alle geschlossen hier rüber. So, weiter rüber. 376, Bloody. Rausnehmen mit dem.
Sauber. So, jetzt den Pack 032 raus. Komm, One-Shot hier. Und dann raus. Ja, komm, fahrst an, du fährst dann gleich. EBR, du machst keinen Scheiß, du hältst ihn einfach nur offen da unten, okay? So, Spawn, komm mal ran jetzt. Ja, ich kann ihn doch rausnehmen. Jetzt. Sehr schön, ja, sehr schön. So, weiter geht's. Jetzt spielt's einfach, versucht's runter zu spielen, nehmt den Super Kong noch raus, bleibt ein bisschen tief, dass euch da E4 nicht erwischt. Ja, ich kann ja die Möbel da hinten ein bisschen beschäftigen. Genau, Möbel hat seinen Spaß und jetzt. Ja, lass Möbel spielen ein bisschen da unten. So, jetzt aber nicht einzeln, okay? Lass ihn beim Essen spielen da unten. Lass ihn mal da unten. Gucken, was er macht. So, sehr schön, Jungs. Es hat doch geklappt mit der Taktik, oder? Ja. Lass Möbel mal machen da unten. Ja, lass mal. Lass dich noch ein bisschen Spaß haben. Komm. Jawohl, sehr schön. Good job. Ja. Na, 10 Sekunden oder 12. Ne? Das war eine saubere Arbeit von den Mates auch, muss ich sagen. Und wir sind dann auf die Heavies auch drauf, ne? Und ja, haben die Häuser genutzt. 10, 10, alles 10, gut. Ja, gute Taktik. Ja. Okay, ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Es lag tatsächlich an dem Sync. FreeSync. Never ending story. Wahnsinn, ne? Aber den FreeSync, den nimmt doch eigentlich keiner, oder? Oh, unsere Chieftains haben auch diesmal gut gearbeitet. Ja, FreeSync ist eigentlich von AMD und von Nvidia.